Warum ich gerade eben so mehr oder weniger ein bisschen panisch war, das liegt daran, alles, was man in diesem Spiel macht, hat direkte Konsequenzen auf das Ende. Und es gibt keine Möglichkeit zu speichern und etwas zu wiederholen. Wenn ein Charakter hier stirbt, ist er im Spiel tot. Und wenn man es neu machen will oder wiederholen will, muss man entweder das ganze Kapitel oder das ganze Spiel neu starten. Von dem her. Genauso fühlte ich mich gerade eben auch, als die scheiß Flasche runtergefallen ist. Oder die Tüte. Aber nett sieht's aus. Entzünd doch! Was haben wir da sonst noch Schönes? Okay. Auf jeden Fall ziemlich früh morgens. Um die Uhrzeit gehe ich meist erst ins Bett. Du sagst es. Was haben wir denn hier alles Schönes? Wir haben hier noch eine Couch. Warum rennen wir jetzt eigentlich so halbnackt durch die Gegend? Nicht, dass ich etwas dagegen hätte, aber trotzdem halt so ein bisschen komisch. Wo zum Henker wohnt die hier eigentlich? Neben der Leuchtreklame. Ob das so dolle ist? Können wir irgendwas an dem Rechner machen? Ja, können wir. Na, jetzt. Narf! Haben wir etwa jemanden, der uns hier heimlich bespannt in der Bude? Moment. Ach so, das war dann einfach nur zum Hochgehen hier für die Ebene da. Okay. Da ist das Bett. Was haben wir hier sonst? Oh, Cookie da. Na, jetzt mach doch Licht an. So. Sehen wir auch ein bisschen mehr von ihrem schönen Hintern. Kann man vielleicht. Ne, Klamotten wechseln ist nicht. Ins Bett gehen jetzt im Moment noch nicht. Ich würde gerne mich so ein bisschen umgucken hier erst noch. Schauen, was man so alles findet. Was ist das für ein Bad? Bist schön genug, auch wenn du ein bisschen fertig aussiehst. Was kommt jetzt? Na, wirken die Drogen schon? Ist euch das mal aufgefallen? Irgendwie in den meisten amerikanischen Filmen haben die immer ein Sortiment an Pillen bei sich da in den Schränken drinne. Oh ne, das war die falsche Richtung. Jenseits von Gut und Böse. Gar nicht großartig weiterreden hier. Na, fühlst du dich jetzt besser? Oh, guck an. Wenn wir schon mal dabei sind, setzen wir uns mal hin.
kannst dir selbst beim Pinkeln zusehen? Ach ja, Madame. Der Raum nebenan. Achso, stimmt ja, da geht's ja raus. Was haben wir denn jetzt hier noch alles Schönes? Waschmaschine. Moment. Ups. Tittenalarm. Schön. Also sowas sieht man ja eigentlich recht selten in Games. Aber nein! Warum zum Henker hörst du jetzt auf? Naja, aber warum auch nicht? Man hat ja vorher schon den Kerl nackig gesehen, jetzt kann man auch mal die Frau nackig sehen. Ne? Also jetzt hat... soll ja halt keiner zu kurz kommen hier. Ich will mir nicht anziehen, ich will weiter nackig rumrennen. Ist doch viel lustiger. Ich glaube, ich muss da irgendwas ausblenden, sonst wird das Video nachher auf YouTube gesperrt. Das wäre keine gute Idee. Also die Amis halt, ne, weil die beschweren sich dann halt. Man, ne, also wenn Leuten auf YouTube da die Rübe weggeschossen wird, ist es scheißegal. Aber Nippel oder sowas? Nein, bloß nicht. Darf man nicht sehen. Auf keinen Fall. Wo ist der Kühlschrank? Wo ist der fucking Kühlschrank? Da ist der Kühlschrank. Okay, wir sind definitiv nicht alleine hier in der Bude. Hier ist jemand. Hier ist jemand in der Wohnung. Das Telefon auf dem Tisch. Ich könnte Hilfe rufen. Die Tür. Der einzige Weg nach draußen. Wenn ich sie erreiche, habe ich noch eine Chance. Okay. Ich würde jetzt mal gerne irgendwie umgucken. Jetzt nicht zu weit. Ich möchte mich eigentlich nur ein bisschen umgucken. Telefon ist... Scheiße. Telefon ist weg. Wo ist der Kerl? Kann ich mich hier nicht irgendwie... Und die Tür ist... Ach scheiße, das sind zwei! Fuck! Fuck!
Das ist ja auch einer. Oh, Scheiße! Nein! Pisser! Ich werd bekloppt, ey. Ihr scheiß Pisser. Das war nur eine Übung, das war so eine scheiß Verarsche, so ein dober Traum. Oh Gott, ey. Ihr könnt mich mal kreuzweise. Verdammt. Ich krieg einen Film. Warum stoppt er jetzt hier? Hallo? Weiter machen? Juhu. Wir sehen uns gleich wieder.